Mein Name ist Reinhold Ewald. Ich bin Kollege von Alexander Gerst, dem ESA-Astronauten, der zurzeit auf der Internationalen Raumstation arbeitet. Alex macht ja viele Facebook-Einträge, Bilder, Kommentare. Und da gibt es Fragen, die er natürlich nicht beantworten kann. Er ist ja noch sehr beschäftigt da oben. Ich versuche das mal an seiner Stelle, indem ich mir hier eure Fragen und Kommentare anschaue. Claudia Linz hat eine technische Frage. Wie verhält sich die Druckerfarbe beim Drucken in der Schwerelosigkeit? Der Feinstaub der Farbpigmente oder die Flüssigkeit der Tintenpatrone? So sieht der Druck ja recht vernünftig aus. Das ist wahr. Wir können an Bord der Raumstation drucken. Und ich habe mich auch schon gefragt, dass die kleinen Tintenspritzkügelchen, die ja auf dieses Papier zufliegen, dass die völlig gravitationsunabhängig da auftreffen, wo sie hin sollen. Da sollte man eigentlich mal eine Doktorarbeit drüber machen, vielleicht auch ein Patent anmelden, um dieses Schema dann zu erkennen. Farbpigmente, die haften ja sowieso auf einer Oberfläche und würden gegebenenfalls 1:1 aufs Papier übertragen. Ein schönes Erdbeobachtungsfoto von Alexander Gerst, das er so kommentiert, konnte den Kilimandscharo heute nicht sehen, schade. Aber dieser Blick auf Ostafrika ist auch ziemlich spektakulär. Und man sieht ein Sunglint-Foto, also ein Foto, in dem eine Wasseroberfläche durch die dahinterstehende Sonne dann erleuchtet wird. Anna Wittek fragt, angeregt durch das Foto, kann man sich jemals an einen solch schönen Anblick gewöhnen oder schaut man trotzdem jeden Tag staunend aus dem Fenster? Nun, Alex gibt ja die Antwort, seine Flickr- und Facebook-Seite ist täglich gefüllt mit schönen Anblicken. Wann immer er Zeit hat, dann schickt er uns auch diese Bilder aus der Cupola und die schönen Ansichten der Erde. Sascha Schwager hat jetzt eine etwas monetäre Frage. Was kostet eine Suite mit dieser Aussicht derzeit pro Woche? Also, ich sag mal, die Betriebskosten der Internationalen Raumstation sind in der Größenordnung, ja, also wollen wir mal nicht zu hoch greifen, aber einige 100 Millionen Dollar werden da schon zusammenkommen. Und wenn man das auf eine Woche Betrieb umlegt, dann muss man schon für diese Aussicht eine ganze Menge Unterstützung haben. Alex hat es allerdings kostenfrei. Er ist ja ausgebildet und tut wertvolle Dinge da oben und so kann er die Aussicht auch kostenfrei genießen. Eine ganz besondere Aussicht hat er uns geschickt, indem er einfach mal die Kamera nach unten geschwenkt hat in seiner Kabine und genau gemessen hat mit Maßband. Habe gerade mein Schlafzimmer vermessen. Ich lebe auf 0,6 Quadratmeter, aber die Lage ist unvergleichlich. Wie schläft man auf einem Meter Länge? Nun ja, die Länge ist nicht das Entscheidende, Angelika Sander, sondern es ist das gesamte Volumen der Kabine und da kann man also aufrecht an der Wand gelehnt oder schwebend dann auch sich voll ausstreckt. Wäre die Angabe in Kubikmetern nicht angemessener? Tobias Brücken, wahrscheinlich ein Vertreter des Maklergewerbes, da müsste ich jetzt Alex mal fragen, was das in Kubikmeter ist. 0,6 Quadratmeter mal 2 Meter, etwa 1,2 Kubikmeter, würde ich sagen. Gabi KL über MH, interessant, ist doch eigentlich egal, ob du liegst oder stehst, oder? Schläfst du schwebend oder gibt es Schwerkraft auf der ISS? Die ISS ist ein Mikrogravitationslabor, das heißt, wir genießen es gerade, dass wir keine Schwerkraft merken. Die Schwerkraft ist zwar da, wird aber kompensiert durch die Bewegung. Und damit schläft man so, wie es gerade bequem ist, wo die Nachttischlampe einem am besten das Buch ausleuchtet und da auch, wo am meisten frische Luft herangefächelt wird, meistens in den engen Kabinen dann auch stehend beziehungsweise in einen Schlafsack geschnallt, der senkrecht an der Wand befestigt ist. Jutta Hauke-Polat, Hammer! Alex, könnt ihr da so richtig mit Schlafanzug und so im Bett liegen beziehungsweise schnallt ihr euch da fest zum Schlafen, denn ihr schwebt ja da. Schlafanzug, weiß ich nicht, ob er ihn dabei hat, wahrscheinlich wird er sich bequeme Kleidung anziehen. Die Temperatur ist ja eigentlich immer gleichbleibend Zimmertemperatur. Im Bett liegen ist ein Konzept, was natürlich im All nicht passt. Anschnallen, ja, denn sonst wird man ja bei jeder kleinsten Bewegung der Raumstation oder einfach nur vom Luftstrom mitgenommen. Ich habe mich zum Beispiel mit meinem Schlafsack an feste Struktur angebenzelt, damit ich nicht in einem anderen Modul oder beim Kollegen nebenan dann am nächsten Morgen aufwache. Thank you.